Hallihallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream auf meinem Kanal. Wir spielen Forward Stranded. Und wir fangen auch gleich damit an. Heute mal alleine. Es gibt auch Leute, die schlafen um die Uhrzeit. Ich habe morgen nichts zu tun. Dank meiner Ehefrau. Und deshalb dachte ich, streame ich gleich mal ein bisschen heute Nacht. Jo, ist eine Menge passiert. Ich verbrenne gerade, nein, doch nicht. Ja, das Thema heute ist Wut oder so ähnlich heißt das Ding. Das müssen wir eigentlich bauen. Allerdings, das muss ich mal gucken, jetzt sind wir bei Tier 3, ich weiß gar nicht, welchen Tier wir eigentlich brauchen, um endlich Enderperlen zu kriegen. Tier 3. So. Mal kurz durchgucken hier. So muss das Ding aussehen. Was wir jetzt bauen. Das stimmt soweit, das stimmt auch soweit. Das stimmt auch soweit. Hinten fehlen. Ja, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 fehlen mir von den gelben. Allerdings so das Problem sind das genau Enderperlen. Mir fehlen werden. Aber wir gucken nochmal. Die Gelbe dürfte ich noch irgendwo rumzuliegen haben. Die ich nämlich schon vorher gebaut. Nur weiß ich wieder mal nicht, wo ich die hingelegt habe. Da haben wir noch ein paar. Seid doch. Gelbe haben wir schon vorher gebaut. Nur weiß ich auch gerade nicht, welcher als nächstes kommt. Gut, setzen wir erstmal die gelben darauf. Und nehmen gleich noch eine Spitzhacke mit. Die ich natürlich schon wieder hier irgendwo vergraben habe. Wir haben eine. Ja, mein Hauptproblem ist, dass ich keine Enderperlen besitze. Und dann werde ich jetzt den nächsten Stream machen, indem ich euch einfach mal eine Stadt zeige, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt in dem Projekt. So, das waren 1, 2, 3, 4... Waren 1, 2, 3. Das sind auch 3. Also ruf damit. Dann sind es hier auch 4. So, davon sind es 3. Denn 2. 2. Das sind uns die grünen Blöcke. Die grünen Blöcke. Dann gleich mal gucken, welche das sind. Grün. Ja, und da haben wir das Problem mit den Enderperlen. Warum so viele Blöcke davon? Wofür Enderperlen kriegen wir gar nicht.
nehmen wir gleich mal weg. Und zeigt ja nicht an, was er macht. Gut, ist mir auch gerade Schnuppe. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt Enderperlen her? Also Enderperlen kann man sich definitiv nicht craften, ne? Ich hätte da eine Idee. Das Problem ist, ich komme aus dem End nicht mehr raus. Also man könnte in End gehen und da welche abschlachten. Also das Problem wird sein, dass ich aus dem End nicht rauskomme. Viere kriegen wir raus. Schon mal machen. Die brauchen wir definitiv auch. Und zwar nicht wenige davon. Ja, 16. So, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt Enderperlen her? Müssen wir erstmal was essen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir in den Dungeon. Und leuchten den aus. Wenn wir ihn ausgeleuchtet haben. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwo Enderperlen-Spawner finden. Also einen Enderman-Spawner finden. Indem wir uns zubauen können, so dass da keiner reinkommt. So, Fackeln. Essen und Fackeln. Nehmen wir. Schönen Augenruppe nehmen wir. Das nehmen wir. Ne, Toast nehmen wir einfach mit. So. Das Ding haben wir. So, haben wir, was fehlt uns jetzt noch? Das müssen wir noch mitnehmen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es in meine Kommentare. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das auch nicht, das wollen wir auch nicht. Das wollen wir jetzt auch nicht am Essen. Was zum Zubauen, was zum Töten. Fucking. Ich glaube, ich soll jetzt die Axt mitnehmen statt die Schaufel. Wo ist die Axt? Ich glaube, es soll die Axt wieder lassen, aber.
Können wir nachgucken? Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Nö, das geht eine Axt. Gut, hilft mir so oder so runter nicht weiter. Wir flyen mal zum Dungeon. Das wäre sehr romantisch, wenn es gerade dunkel wird. So ein Dungeon zu besuchen. Aber gut. Schneller aus. Mach mal zu, dass hier und dann kein Monster reinkommt. Dann sind wir schon mal hier oben sicher. Gut, ich möchte jetzt nicht wissen, warum es da oben brennt. Aber wird bestimmt einen Sinn haben. Alles klar. Läuft bei mir, vom Skelett erschossen. Ich hätte dazu gebaut, dass da nichts reinkommt. Und dann werde ich vom Skelett erschossen. Gut, jetzt nehmen wir mal Backup. Leckt gerade. Oder stößt Minecraft ab. Wollen wir nicht hoffen. Keine Rückmeldung. Jetzt ist nicht wirklich Minecraft abgestürzt, oder? Server hat mich runtergeschmissen. Ja, das Problem ist jetzt, dass wir jetzt nicht sterben dürfen. Aber wenn wir jetzt sterben, dann ist mein Backup natürlich auch weg. Muss man kurz den Fernseher leise machen, irgendwie ist er immer noch zu laut. So. Jetzt können wir Flying machen. Ist immer schön, wenn man sowas in der Nähe hat. Aber wie gesagt, dann darf ich jetzt erst recht nicht sterben, weil dann ist das, was ich als Backup hatte, weg und... Ich hab eine AKD gezogen. Wollen wir nicht. Ich glaube, mein Plan jedoch oft, damit wir jetzt alles finden, was wir brauchen. So, da haben wir erstmal ihr Grab.
essen wir erstmal was, damit wir hier voll ins Leben kommen. Und dann müssen wir hier runter. Willst du mir rollen hier? Boah, ist voll viel Action hier drin, das muss ich sofort ausleuchten. So, hier bauen wir erstmal zu. Jetzt haben wir die Kopf, ist gut. Wir müssen so viel wie möglich jetzt ausleuchten, dass hier so schnell nichts spawnen kann. Nein. Ich krieg eine Krise. So, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich tatsächlich meinen Angel Ring finden. Und die Axt. Damit ich eine Chance habe zu überleben. Weil meine ganzen Sachen jetzt da unten drin liegen. Super gemacht. Das ist der Angel Ring. Oh, die Frau ist recht, also weit. Bis zu den Dungeon. Nächste Frage ist, wo ist meine Axt? Weil die brauche ich, wenn ich da rein will. Ich wusste schon, es wird sehr anstrengend, darunter zu gehen. Genau das alles brauchen wir. Und nichts anderes. So ausgeleuchtet hatten wir da schon. Jetzt müssen wir, wie gesagt, nur noch hinflyen wieder. Und endlich überleben. Wollen wir mal hoffen, dass der Angel Wings darüber reicht. Ah, und vor allen Dingen, damit ich sterbe, weil ich habe echt Angst, dass ich irgendwie sterbe, weil ich mit mir zu warm wollte.
bin ich jetzt gestorben, hier. Ich muss unbedingt hier hoch. So, sieht alles bis jetzt ganz gut aus. Noch ein paar Fackeln hier runterholen. Oh fuck, was ist denn das hier? Vor allen Dingen, oh Blazes. Genau, killt euch mal selber. Wo kommst du denn her? Sind hier Spawner in der Decke versteckt oder was? Oh no. Wenn ihr wenigstens Köpfe spawnen würdet. Da ist wieder einer. Ja, ist klar. Explodiert doch das mal. Ist die Kiste explodiert, oder? Irgendwas dann Spawner. Lasst mich doch alle erstmal in Ruhe das Ding ausleuchten hier. Oh fuck, die grüne Neune hier. Wieso explodiert hier immer alles? Dann die nächsten. Alles klar. Also die Dinger hängen doch in der Decke. Die Dinger hängen in der Decke. Da kann ich so lange unten am Boden suchen. Lass mich doch runter finden. Spidey. Ich darf hier drin nicht sterben. Thank you.
Diese Dungeons sind wörtlich gesehen die Hölle. Da ist auch wieder einer. Kein Wunder. Das Problem ist, dass das alles die falschen Dings sind. Wo Enderperlen. Sollte langsam alles ausgeleuchtet haben. Können sie hier Fackeln kriegen? Ich brauche keine Fackeln. Ich brauche Enderbären. Ich habe keinen Enderman-Spawner. Kein einziger. So, hier brauchen wir auch noch Licht. Das ist auf jeden Fall ein Zombie-Spawner. Oben auch ausleuchten. Falls oben irgendwo ein Spawner rumhängt. Damit ich meine Ruhe habe langsam. Das Problem ist aber, wie gesagt, dass ich bis jetzt nicht das gefunden habe, was ich suche. Und zwar ein Enderman-Spawner. So, was bist du? Ein Enderman-Spawner. Ich glaube, ich bin hier im Hauptspawnraum angekommen. Sollte ich endlich nicht alles ausgeleuchtet haben. So. Haben wir noch einen Spider? Noch eine. Aber so schön ist noch viel mehr. Da war die hinten hier ab.
Ich muss hier raus erstmal. Das ist echt anstrengend, das Ding. Aber gut. Wenn ihr mir keine wichtigen Sachen droppt, dann bleibt doch da, wo ihr seid. Zack. Ich will schnell was essen. Das wird nicht reichen, Leute. Was haben wir sonst noch? Ja. Naja, wir haben den Dungeon ja fast ausgeleuchtet. Hat sich also schon sehr gelohnt für mich, da reinzugehen. Wir haben Enderman-Spawner gefunden, also. Problem ist bloß, ich hab auch doch eine Spitzhacke halt dabei. Dann könnten wir das Ding. Da hier ausgeleuchtet. Warum kommt ihr denn hier rein? F7 war das, ne? Da ist Fett Spawning angesagt. Ja, fahr erstmal da runter. Jetzt hätte ich hier dafür zu sorgen, dass hier nichts mehr spawnt. Wie groß ist denn das Ding noch hier? Ich bin gleich wieder tot.
Super Skelettkompressor, okay. Und drück mal das, weil ich eigentlich noch nicht. Trank der Heilung. Nehmen wir. Funktioniert aber irgendwie nicht. Oh, wo stehen die Dinger denn noch rum? Unbedingt raus, ey. Das ist die Hölle. Diesmal nehme ich jemand mit. Wenn ich sowas machen will. So, hier ist erstmal sicher. So sicher. Boah, vor allen Dingen, wie groß ist dieser Dungeon?
Was will jetzt, hä? Ach doch, und da. Alter, wollte noch reinkommen. Kommen denn die ganze Zeit die Viecher her? Das wird wirklich Stress. Dieser Dungeon. So, hier. 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 So, zack, zack. Tot, tot, tot. So. Da machen wir auch gleich einen hin. So, da, oh, da ist auch noch einer. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind wir fast tot. Jetzt kann ich nicht essen. Ich brauche irgendwas zu essen. Mann, lasst mich in Ruhe. Wenn ich hier drinnen sterbe, krieg eine Krise. Wortwörtlich. Muss hier erstmal raus. Muss mich unbedingt heilen. Stunde in diesem Dungeon rum, schon. Oder fast eine Stunde in dem Dungeon rum. Ist ja nur normal. Puh. Ich wusste ja nicht, dass das Ding so anstrengend sein kann. Aber eigentlich habe ich ja schon das, was ich wollte. Und zwar ein Enderman-Spawner. Den muss ich nur wieder finden und mitnehmen. So, du bist tot. Das war er nicht.
Scheiße. Lange gebraucht, um zu kapieren, dass ich hier stehe. So. Guck, was da drin ist. Ey, Goldäppel. Also die sind schon so gemacht, damit man die Dinge halbwegs überlebt. Ich bin ganz ehrlich, da. Das ist Spidey. Spidey als Hühnchen und ein Abel. Das heißt, Spidey. Wo ist denn jetzt dieser? Wollte mich verabeln? Ah, okay. Willst du nicht sterben? Wo kommst du denn her? Habe ich dich eingeladen oder was? So, hier machen wir auch mal was halber noch ran. So, wo war der Endermanswohner? Endlich brauche ich nur den. So, ich sollte jetzt auch nicht mehr spawnen. So Leute, ich glaube, ich werde gleich erstmal eine Streampause einlegen, bevor ich jetzt Schwitzen kriege. Also, ich mache nie wieder allein in Dungeon, glaube ich. Auch nicht für einen lumpigen Spawner. Hier ist der Ausgang. Beziehungsweise ein Eingang. Habe ich ein paar Köpfe gekriegt? 5 Zombie-Köpfe. Das ist schon mal ein bisschen mehr gelohnt. Ich soll nochmal Apfel essen. Und ihr sagt, ey, ich bin das Ding, glaube ich, durch, ne? Also bis auf ein paar kleine Ecken. Sollte ich das Ding komplett jetzt ausgeleuchtet haben und Spawner geparkt haben. Ich hab keine Fackel mehr. Wenn ich jetzt noch den Spawner finde, den ich vorhin hatte, das wäre gut. Das ist Spider. Das ist auch was anderes. Zombie-Spawner. Wo war der Enderman-Spawner? Spider. Das
nichts, was ich jetzt gebrauchen könnte. Weil sonst müsste ich wieder fackeln. Man müsste irgendwie so wieder, um das Ding weiter auszuleuchten. Aber ich würde gerne den Enderman Spawner mitnehmen. Skelett-Spawner. Es kann nicht so schwer sein, diesen Enderman-Spawner zu finden. The Spidey. Spidey. Ich glaube, ich muss erstmal nach Hause. Was ist mit dir da oben? Das lohnt mir gerade auch nicht. Skelett. Was haben wir denn hier eigentlich? Nichts Wichtiges. Ich glaube, ich sollte alles spawnen, abbauen, damit ich alles wiederfinde hier. Willst du mich veräppeln? Mann. Ich sagen könnte, ich leuchte noch ein bisschen aus. Was bist du denn? Erzähl mir nicht, da oben hängt noch einer. Raus. Ja, und schnell raus mit dem Spawner. So. Das Ding ausgezogen. Mein XP hat sich wohl gelohnt, ne? Oh, heimwärts. Mit dem Spawner heimwärts. Nur noch weg. So, dann machen wir unseren elektrischen Enderman Spawner. So Leute, Stunde ist vorbei. Ich mache jetzt eine kleine Streampause. Die brauche ich jetzt auch nach der Aktion, meine ich. Circa 5 bis 10 Minuten maximal. Alles klar, haut rein. Ciao, ciao Leute. Bis in wenigen Sekunden. Ich werde natürlich den Stream nicht ausmachen. Aber ich werde erstmal definitiv kurz atmen gehen. Ah, hier sind überall Spawnpunkte, super. Ja, boah, das war echt stressig. Ich werde das ändern in total stressig Stream. Okay, bis gleich.
So, da bin ich gut wieder. Ging schnell, oder? Ich hoffe es. So, mal gucken, was wir brauchen. Haben schon mal einen Spawner gebaut, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der ging. Nee. Obwohl. Haben wir alles? Bis auf Slice and Dice. Haben wir alles. Müssen wir auch alles haben. Wir haben Redstone. Sizilium. Kopf haben wir definitiv auch genug. So, jetzt schmeißen wir erstmal alles hier rein. Den brauchen wir noch. Ich weiß noch nicht, wozu ich Spawner-Schatz brauche. Ich will doch mal drei Fackeln. Wow. So, Knochen haben wir auch wieder gelootet. So, das können wir wegkloppen, das können wir wegkloppen, weil wir haben ihn. So, jetzt machen wir den Slice and Dice. Wir brauchen Sicilium. So viel davon, aber gut. Redstone brauchen wir, ne? Redstone und einen Kopf. Dann haben wir doch alles. Naja, so schlimm war das nun auch nicht, ne? Haben wir alle da. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir die Maschine? Die Strom? Ein bisschen. Kopf. Ja, Strom reicht gerade noch so aus. Wundervoll. Jetzt können wir den Spawner machen. Dann braucht man noch ein paar XPs. Aber die 27 dürften. Ups. Die 27 dürften reichen. Um den Spawner zusammenzubauen. Oh, mein Anvil ist fast kaputt. 16 brauchen wir nur. Schon haben wir ihn. So. Also, der Dungeon, der war sehr krass. Also, erst recht, wenn man den alleine macht. Also, wird gerade nachts. Also, wenn gehen. Ich mach wirklich nie wieder einen Dungeon alleine. Also ein Puls von 180 ist, glaube ich, noch ganz nett ausgedrückt. Warum ist endlich altgelb? Ist auch fast altgelb, oder? Nee. Blick hier noch irgendwo. Aber jetzt hier drin. Ne, das kann ich nicht gebrauchen. Und das auch nicht. Also klar ist schon mal, ich muss eine Stromleitung ziehen. Oder nee, muss ich nicht. Doch. Connector. Den brauchen wir. Dann brauchst du den gleich damit. So, dann nehmen wir einfach die Leitung von hier unten. Voll gerade nicht. So, jetzt mal gucken, wie wir heute damit kommen.
hier. So, jetzt müssen wir Sicherheitsvorkehrung bauen. Klobe 2 hochwartet. Das ändern wir da nicht rankommen. Lädt gerade 3x3. Dann bauen wir den lieber ein bisschen größer. Ah, reicht gar nicht so weit. Soll ich hier noch einen Connector einstellen? Mal hier connecten. Ich überlege gerade. Das Ding brauchen wir auch gerade nicht. Den Seelenwender. Haben wir ein Kabel. Um. Von hier. Hier hinzukommen. So, jetzt laufen wir hier drunter. Jetzt kriegt der Ding den Strom. Warum nicht? Also ist er gleich trotzdem was vor, ne? Bin ich jetzt so blöd, dich zu treffen? Ja, bin ich. So, warum? Warum kommt hier kein Strom an? Frag mich eigentlich. Dauert zwar eine Weile, bis ich da die zusammen habe. Aber gut. Stages.
Das Problem ist, dass wir ein paar Enderperlen auf jeden Fall brauchen. Aber wir uns auch für den Weg ins End sparen, ne? So, immer zum Schutz wieder hier runter. Langsam läuft das Ding warm. Könnten wir mal. Ne, könnten wir nicht, weil bringt auch nichts. Wie viel braucht man? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Fünfer, 10er, 20 und dann 1, 2, 3, 6, 8, 10, also 50. Circa. Na, 50 müssen erst. Und da, warum warten Sie noch da? So, Dankeschön. Und dann sind schon die nächsten da. Jetzt ist aber mal richtig Action hier. Okay. Kompo ist es. So, ich werde das Ding mal ausmachen. Es ist recht nachts. Außerdem fangen sie an, die Blöcke zu klauen. Aufpasst nicht, dass mir irgendeiner irgendwo entwischt ist. So, hier machen wir noch eine Pen. So, dann gehen wir mal ein bisschen was verarbeiten, ne? Damit wir ein bisschen vorankommen. Jetzt mal gucken, die waren das. Noch 52, ich weiß gar nicht. Die müssten eigentlich schon reichen, ne? Vor allem die ganze Arbeit rein theoretisch gesehen umsonst, wenn ich das Ding fertig habe, weil dann farmt der automatisch Enderperlen. Das ist das Lustige daran. So, das heißt, wir ziehen jetzt erstmal eine komplette Reihe drumherum. Also hier, zack, zack.
Den habe ich jetzt falsch gesetzt. So, ich nehme mal wieder mit. Na. Aber. So. So, jetzt muss vorne an den Ecken. 1, 2, 3, 4. Nach oben. Warum kann ich jetzt nicht mehr fliegen? Jetzt kann ich wieder fliegen. So, 1, 2, 3, 4. So, machen wir jetzt hier. Das müssen wir auf der anderen Seite genauso machen. Allerdings zwischen den Gelb. Sind das da noch welche fehlen? 1, 2, 3. Nee, hier hin. Alle vier? Oder? Ja. Alle. Nochmal nachsehen. 2, 4. Das Schwerste kommt noch. Ich muss. Will das spawnen. Also. So, und jetzt kommt dann auf jeden der Grünen kommt dann so ein Creeper. Ich glaube, dafür brauche ich noch Enderperlen für die Creeper. Ich brauche noch Köpfe. Hey, ich hab einen Kopf. Ich brauche definitiv noch Köpfe. Vierer. Sechser. Ja, da haben wir schon ein Problem. 4. 8. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, oder? 1.
Obsidian fehlt mir. Obsidian ist das kleinste Problem. So, den Spawner können wir hier nicht rein. Ach ne, ist ja kein Spawner. Egal, können wir trotzdem reinpacken. Obsidian geht schnell. Bauen wir uns ein bisschen Lava. Dann können wir schon wieder Obsidian machen. Ja, die Produktion schleift gerade ein bisschen merkig. Brauchen wir gerade nicht, wir brauchen Lava. Hier sollte erstmal nichts mehr rauskommen und hier sollte. Achso, wir müssen erstmal Lava warten, ne? Entschuldigt, Leute. Dauert mir zu lange, jetzt tauschen wir einfach die Sinne aus. So kann der schnell voll werden. Und ich kann den hier anschließen. Weil wir brauchen Obsidian. So, und den noch oben drauf. Dann haben wir so zu schnell Obsidian gemacht. Hat zwar eine Maschine, die das machen könnte, aber die geht schneller. So, ich laufe so schnell rein. 20 Stück. Fehlt mir jetzt noch? Ja. Oder, nein. Coffee Boy oder das Richtige? On the plate. Gleich mit. Können wir gleich brennen. So, brennen wir sie schnell durch. Und
können wir unsere Maschine weiterbauen. Fehlt nicht mehr viel. Factory 3. Und einen neuen Mov-Controller muss ich machen. Sonst kann ich keine Sache mehr spawnen. Durchschmoken. Also glaube ich, in dem anderen Keller geht er gleich wieder ins Armeesystem rein. In Zukunft wieder machen. Haben wir, glaube vier brauchen wir glaube ich nur, ne? Oder war das 5? Machen wir mal 5 und dann ist gut. Wie gesagt, der Vorteil ist, ich habe den Spawn eigentlich umsonst gebaut. Dann nee, das ist mir zu dunkel. Ich gehe schlafen. So, gucken wir mal, wie viele wirklich waren. 5 haben wir. Einer. 2er. 3er. 4er. Und der letzte 5er. Damit haben wir die 3. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das Ding abbauen. So. Das Ding hier hinstellen. Den Mob-Controller abbauen. Leider Gottes. Also der wird immer geopfert. So, den Mob-Controller können wir jetzt hier reinpacken. Weil wir müssen uns einen neuen Mob-Controller bauen. Deckt gerade etwas. So, jetzt wartet der Mob-Controller. Davon müssen wir übrigens öfter welche bauen. Mit den Köpfe. 4 Stück. Das ist jetzt ein Scherz. Hätte irgendwo bestimmt noch einen Kopf rumzuliegen, 4 Köpfe rumzuliegen, oder? Vier Köpfe. Ich
Kopf mehr. Das ist nicht schön gerade. Gut, dann darf ich doch noch mal Ende meiner Töten, bis ich 4 Köpfe habe. Gut. Jo, dürfen wir. Für 4 Köpfe Ende meiner Töten. Verstärkte Obsidian brauchen wir definitiv auch noch als Zombie. Ach ne, den haben wir, glaube ich, woanders hin gepackt, ne? Also manchmal nervt dieses Jetpack auch. Bin ganz ehrlich. Keine Köpfe rumzulegen, ne. Zwei Köpfe hätten wir. Aber ich weiß nicht, ob das mit unterschiedlichen geht. Wer bin ich jetzt doof? Was ist jetzt vorne hin? Der steht doch noch da. Einfach mal den Süd, ne? So, Saft drauf. Und verstecken. Nein, ich glaube keinen Kopf. Aber XP. So ist der Haken. Hey, hallo, sind meine Blöcke. Das wollte gerade sagen, lass mich doch mal drunter. Gut. Dann eben nicht. Irgendwie fängt das an zu lecken, sobald ich gestorben bin. Ich darf nicht sterben, dann leckt das nicht. So, schnell hier wieder runter. Immer noch keinen Kopf. Ich
klaut mir einfach meine Blöcke. Lass sie stehen. Braucht ihr noch einen Schutz für euch? Das Problem ist, wie gesagt, immer noch kein Kopf. Kein Glück mit Köpfen. Immer noch kein Kopf. So, das ist bei Zombie eine große Chance, dass die Köpfe droppen. Doch ein Tauchpunkt mit drauf, oder? Irgendwie war da so das da. Kann ich nicht irgendwie bauen, Köpfe? Ende. Mein Block. So. Das ist mein Block. Das ist mein Block. Hallo, mein Block, mein Block. Auch mein Block. Ich krieg keine Ende, mein Käfer. Okay. Enderperlen. En masse. Ja, bauen wir den mal wieder ab. Hat der irgendwo noch ein Zombie kommt den davon. Aber wir machen es mal anders. Ich glaube, da haben wir mehr Glück mit. Wir schmeißen alles davon über Bord. Jetzt lieber Köpfe, ey. Immer noch kein Kopf. Nix.
kein Rottenfleisch, ich will Kopf. Gib mir euren Kopf. Das tut mir ja auch leid, aber ich muss auch irgendwie überleben. Heftig. Also gehen wir hier hin. Ein bisschen Schutz suchen. So, kommt. Und bring Köpfe mit. XP. Wird Köpfe mitbringen. XP. Keinen Kopf dabei für mich. Leute, ihr lohnt euch nur mit Kopf für mich. Ohne Kopf lohnt ihr euch nicht. Nee, ist jetzt keiner Kopf gedroppt. Zombie-Welt ist übrigens auch irgendwie vorbei. Skeleton. Eine Einladung zum Ziel, wenn er Köpfe mitbringt. Sonst müsste er sterben. Plasma kann man nicht töten. Nee. Ich wollte den gerne heute noch fertig kriegen. Dazu brauche ich nur zwei Köpfe. Wir haben keine Köpfe bei bis jetzt. So ein Scherz. Und nach Schip. Immer noch nicht. XP, XP, aber keine Köpfe. Immer noch keine Köpfe. Wo habe ich denn das andere Schwert gelassen? Eigentlich hatte ich ein Schwert, da stand Enthauptung drauf. Oder mit dran.
Oh, wir werden mehr Glück haben. Schön, dass ihr da gekommen seid zu meiner privaten Party. Der Enthauptungsparty. Na, ihr müsst alle noch sterben, bevor die Sonne aufgeht. In der Hoffnung, dass ich einen Kopf, zwei Köpfe kriege noch. Mann, ihr prügelt euch hier richtig, um zu sterben. Ich auch. Ich prügele mich auch, um zu sterben, wie man sieht. Ich möchte ja nicht wissen, ob ich jetzt Köpfe gekriegt habe. Vier Köpfe. Juchu. Roten Flash können wir auch mitnehmen. Können wir Leder draus machen oder so. Aber wir haben genau vier Köpfe jetzt. Ja, ich dauert, ey. So. Und, ja, Party. So. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Setzen wir den da drauf und machen da so, du kommst hier drauf. Jetzt nehmen wir den, wo haben wir den? Element hier 3. Also Element werden sollten wir dann auch mehr als genug haben. Zack. Element. So, jetzt sollten wir an dem Teil dran sein, wo wir sagen, wir haben genug. Jetzt gibt es mit Enderperlen. Kompresse Zombie. Ich hätte mal Kompressen Dings anfangen sollen. Denkt ihr, was das da denn gibt? So satte Beute. So, wir sind übrigens bei 2 Stunden Stream. Das heißt, erstens ist er fast vorbei. Ein Kabel haben wir auch noch hierher. So, gut dann. Zack. Zack.
und Saki. So. Jetzt können wir mal gucken, ob alles läuft. Spawn noch für 400 Ticks. Also er braucht schon sehr lange, um Mobs zu spawnen, aber mehr Strom, schnellere Mobs spawnen, ja? Was wir aber definitiv machen müssen ist, wir müssen die Upgrades für Köpfe machen. Ich überlege gerade, das werden wir aber wahrscheinlich nach einer kleinen Streampause machen. Enderperle ist schon da. Enderperle am Start. So, wir müssen mal gucken. Boah, ich bin glaube ich zu schnell. Entweder für meine Grafikkarte oder für den Server. Destination 1, 2, 3 gibt es maximal. Enderperlen ohne Ente brauchen wir dafür. Können wir schon mal den ersten machen? Ne, irgendwas fehlt mir da. Enderperle? Enderperle fehlt mir eine. Das ist ein Witz, die haben wir doch. Müssen wir nur holen. So, und wenn wir den darauf gepackt haben. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Also ich habe mir diese Wut eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Also das ist das erste Mal, wo sie benutzen. Aber Stromupgrades und so sollten wir auch machen. So, also von denen, die jetzt da sind, wer mich noch nicht abonniert hat bzw. folgt, kann das gerne tun bei Hitbox, bei YouTube und bei Twitch. So, und da haben wir den ersten Upgrade. Was haben wir hier noch? Stromsparmodus. Stärke. Aha. Gut. Weiß nicht, ob ich jetzt upgrade oder später. Ja, falsche Richtung. Aber wir werden. Oh, bin ich zu blöd, Loch zu finden gerade. Ich glaube, das Upgrade brauchen wir nur daneben stellen. Und dann sollte es Köpfe geben. Weiß man nicht wann, aber sollte geben. Gut, das dauert oder so eine Weile. So Leute, das heißt, ich mache eine kleine Stream-Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So I said, no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed a no one to three for champions. I can't believe you're falling. No, it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed a no one to three for champions. I can't believe you're falling.
secrets. Wearing courage like a second skin. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed. We live for forever. They say you're only young once, but we
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never.
This is what it feels like. Oh, this is what it feels like. Oh, this is what it feels like.
Mal gucken, wird reicht. Ich glaube, der Server liegt gerade. Für kleine Lecks entschuldige mich, weil liegt der Modpack, also das ist sehr ressourcenfressend. Ah, liegt doch daran. So. Weg eine Kiste oder was? Da passt noch 24 Sachen drin. Ein Scherz, oder? Die ist ja wohl ein purer Scherz gerade, dass da nur 24 Sachen drin brauchen. Ne? Ich weiß gar nicht, wozu ich den Scheiß gebaut habe. Was wird der Scheiß dann in dem Fall? Aber was heißen die 24? Kiste mit Asche. Kiste auch Lagerkiste aufwerten. Lagerkiste. Mal hoch. Gucken uns mal den ganzen Schmarrn an. Aber wie gesagt, mir fällt immer noch nicht ein, wie die Scheiße heißt, die ich eigentlich wirklich haben wollte. Nicht wieder Sand reinkommt. 20 Enderman Gob. Sag mir nicht, die kann man. Muss echt einfach ein bisschen, wie das Ding heißt. Also Leute, später gegen 4 Uhr werde ich den Stream beenden. Ich finde das Ding einfach nicht mehr. Das war eigentlich in dem Modpack drin. Für Perform Update. Schloss in dem Modpack. Was ist Lager?
Oh, ich weiß echt nicht mehr, wie das Ding heißt. Übel. Die haben das Ding rausgenommen aus dem Pack. Box. Aber hieß das Ding auch irgendwo Box, Soundbox oder Hardcase oder? War nicht. Ich weiß das nicht. Ich kann jetzt mal googeln, vielleicht finde ich es denn. Finde das einfach nicht. Ich will nicht einfach alles in mein ME-System drin leiten. Wenn ich jetzt in meinem E-System drin hätte, dann hat Tim oder so nichts davon. Und das wollen wir nicht, das soll ja für die Allgemeinheit sein. Drüber weggesprungen schon die ganze Zeit. Also.
Oder heißt das Ding Lager? So, machen wir mal Box. Da wird noch nicht viel übrig. Das Traumbox war, glaube ich, der Tresor, ne? Erstmal dieses Strongbox. Ja, ja, ist klar. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es die war. Definitiv nicht. Jetzt versuchen wir mal das Lager. Da ist es doch. Genau, das habe ich gesucht. Lager. Davon brauchen wir 3 Stück. Fehlt mir Rätsel? Jetzt nicht mehr. So. Zack. Oh, 5 davon. Zack. 3 und dann noch ein paar andere Items. Wohin? So, und jetzt gehen wir um das schnell mal sortieren. So, hier geht es rein. Hier geht es auch rein. Hier geht es auch rein. Hier ist raus. Immer aktiv. Und da das nur drei Sachen sind. Ja, halt dort passt. Also jetzt kann ich so raus.
hoffen, dass es mir anzeigt. Ich muss nämlich so die Upgrades machen. Strom-Upgrade. Kill-Upgrade. Erstmal rausnehmen, geht doch. So. Jetzt muss ich mal gucken. Was kostet das zweite Upgrade? Außer Enderperlen. Schärfe 2, Schärfe 1. Lass mich verarschen. Stärke 1. Sehen Sie aber immer noch. Stärke 1, Feuersteine und Lapis. Und jetzt hoch zur Zauberstation. Lapis. Feuerstein. Nehme ich hier. Buch, Feuerstein und Lapis. Wie viel waren sie jetzt? 12 und 3. 12. Dann muss man diese Scherze machen wieder. Auch die gehen gerade nicht mehr. Von oben, aber oben hat man glaube ich keine mehr. So Leute, machen wir kurz den Wecker aus. So, machen wir noch ein Upgrade fertig und dann würde ich vorschlagen, haben wir unser Mob Station bis zur Tier 3 fertig gemacht. Machen wir jetzt noch ein Upgrade im Endeffekt.
Da kommt schon mal der erste. Gut. Dann muss man gucken. Dann haben wir das Upgrade. Das Upgrade hätten wir. Fehlt noch ein XP-Upgrade. Und Effizienz-Upgrade. So, das war jetzt Plünderung, ne? Also 2, 1 und 6. Eins und drei, also ein Enderman Kopf. Also Gruppe. Ja. Ein Enderman Kopf mit. Dann kann ich die nicht mehr zurückpacken. Ich will nicht 10 Stück haben, sondern nur ihn. So, dann haben wir das Upgrade nämlich auch fertig. Ach ne, muss ich erst nach oben das Buch holen. Und 13 XP. Und wir haben nur 6 gerade. Gut. Haben wir genau 13. Nur was Upgrade schnell machen. Und auch das Upgrade nehmen wir mit. Thank you.
So, dann gucken wir mal ab, wann hier man die nicht mal rein, sag ich doch. So, das wird jetzt effizient weiterlaufen und uns Wenderperlen und so beschaffen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, einen guten Morgen, je nachdem wann ihr die Wiederholung guckt. Bye bye, ciao ciao, ich bin raus. And it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it.